Moin. Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Hm. Ja. Ja. So, und du? Ist der Körbe noch heiß? Hm. Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, nun bekommt keinen Schreck. Ich frühstücke heute allein. Ja. Ja, tatsächlich, Annika, geht's nicht so gut. Also die Infektion, die sie ja schon hatte, die ist leider wieder ausgebrochen. Und dann haben wir uns entschlossen, nein, Annika wird jetzt mal geschont. So, die wird aus dem Verkehr gezogen. Soll ich auch schön grüßen. Und aber es ist einfach so, ne? Also wenn der Körper dann irgendwann nicht mehr will und nicht genug Immunstoffe im Körper zirkulieren, dann macht man irgendwas verkehrt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Annika schont sich, Annika erholt sich, Annika macht jetzt alles andere außer arbeiten. Wobei hier unser Podcast ist ja für uns echt Vergnügen und es tut ja auch immer leid und auch wie Manfred, das macht alles so viel Spaß und dann will sie immer und macht und tut und zack, dann liegt sie wieder auf der Nase. Es wird kommen andere Zeiten, definitiv, aber ich habe mir gedacht, Frühstück muss ich ja sowieso, so ich sage es mal Prost, ihr Lieben, mit einem schönen Pfefferminztee heute Morgen. Und, oh Mensch, heute ist Nikolaus. Ja, hab nichts im Schuh gehabt. Irgendwie sich selbst was im Schuh zu stecken ist, nee, ist auch nicht so nett. Aber ich gönne mir trotzdem noch ein bisschen was und ich hoffe, ihr habt vielleicht ein bisschen was im Schuh gefunden. Bisschen was Süßes, bisschen was Schönes. Sagt doch mal Bescheid, ne, was ihr da so habt. Oder ob ihr das albern findet oder sagt es nur noch was für Kinder. Kann ich mir nicht vorstellen bei euch. Also genießt den Nikolaustag und ich habe gedacht, jetzt mache ich mal ein Thema für euch und für jemanden, der uns geschrieben hat, was wahrscheinlich Annika auch nicht so prickelnd finde, aber was mich interessiert. Und zwar habe ich von Memkia über Facebook folgende Anfrage oder folgendes Posting bekommen. Sie schrieb, hallo. Ich hätte da einen kleinen Themenvorschlag, der mich in letzter Zeit und in den letzten paar Jahren beschäftigt hat. Jo. Grob gesagt, das Thema Konzentrationsschwäche oder Konzentrationsprobleme oder damit verbunden auch Ablenkung. Ich kann mir vorstellen, dass das Abgelenktwerden damit verbunden ist, nicht bei der Sache bleiben zu können. Dabei meine ich nicht nur das Handy oder sowas, aber es gibt bei mir oft Situationen, in denen ich aufstehe, um etwas zu erledigen, dann fällt mir zum Beispiel irgendein Gegenstand auf den Boden, den möchte ich dann wegräumen und dann fange ich an zu spülen oder meine Haare zu flechten, weil ich am Spiegel vorbeigehe und vergesse total, was ich eigentlich machen wollte. Ja, deswegen fällt mir auch jede Aufgabe im Uni-Kontext super schwer und damals zur Schulzeit, da war das nicht so. Und wenn ich Leuten davon erzähle, belächeln sie das nur und scherzen, dass das nur Kinder mit ADHS haben. Also ich fände es echt schön, eure Gedanken zum Thema zu hören, woran sowas liegen könnte und wie man das verändern kann. Liebe Grüße noch und genießt den Abend des ersten Advents. Erster Advent, da hat sie mir das geschrieben. Memkia, danke für dein Posting. Überhaupt, ne? Wenn ihr noch Themenvorschläge habt, was wir so bereden können, dann immer raus damit. Ne? Denn es soll ja uns Spaß machen, aber euch auch. So. Also machen wir heute mal, ihr Lieben, wir und ich, wir zusammen, wir machen mal das Thema Konzentration und dieses verdammt nochmal sich immer ablenken lassen und ich wollte doch eigentlich nur dieses und jenes oder ganz bestimmt dieses und jenes lesen, arbeiten, machen, ob für die Uni, für die Arbeit oder auch einfach nur für mich. Und dann kommen tausend Sachen, die mich ablenken. Ja. Und dann mache ich alles andere, aber nicht das, was ich eigentlich vorhatte. Also ich kenne das so, dieses Ding beim Einkaufen. Ne? Ich sage zu Annika, ich fahre mal raus und gehe noch einkaufen, weil uns ist der Senf ausgegangen. Glaubt mir, es passiert nicht selten. Ich komme mit allem Möglichen nach Hause.
aber natürlich nicht mit dem Senf, weil tausend Sachen dann vorher da waren und die mich dann tatsächlich auch abgelenkt haben und dies und das und jenes. Jo, und der Senf, der blieb dann noch im Laden. So, lass uns darüber schnacken und ich kann mir vorstellen, dass die meisten von euch auch ähnliche Erlebnisse auch kennen. Und das nervt irgendwann, ne? Wenn du nochmal wieder nach Hause zurück musst, weil du Poppe nicht vergessen hast. Ich benutze jetzt Einkaufszettel schon seit langen Zeiten. Das ist toll, wenn man den dann auch mitnimmt. Und es ist auch toll, wenn man den dann auch im Laden irgendwie benutzt. Aber es hilft. Es hilft. Aber okay. Lass uns mal überlegen, was ist denn jetzt überhaupt Konzentration? Und das Schöne am Internet ist, ich habe mal gegoogelt und war mal, mein Lateinisch ist nicht besonders toll. Asterix und Obelix, Allee Acta S und so, Quod Erat Demonstrandum und das war's. Aber Lateinisch kommt Konzentration aus dem Wort Concentra ab und das bedeutet so viel wie zusammen oder zum Mittelpunkt. Und wir Psychologen haben auch so eine Art von Definition, die geht so, dass Konzentration ist die willentliche Fokussierung der Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Tätigkeit, das Erreichen eines kurzfristig erreichbaren Ziels oder das Lösen einer gestellten Aufgabe. Ich coache auch Leute, die in Prüfungsstress sind oder die jetzt sagen, so jetzt reicht's aber und ich will jetzt endlich mal mein Master, mein Bachelor, ich habe keine Ahnung was, durchziehen oder andere Sachen. Das ist deren Hauptaufgabe, sich über langen Zeitraum hinweg zu konzentrieren. Weil dieses so Ausblenden, sich ganz in einem Moment zu vertiefen, das ist eigentlich Konzentration. Das ist etwas, was man zum Beispiel, da reden wir nachher noch drüber, in Meditation gut lernen kann, dieses sich versenken in eine Geschichte. Das ist trotzdem für die meisten von uns echt ein Kraftakt. Jo, weil unser Gehirn, das tolle Teil da oben, Moment, unser Gehirn da oben, das ist ständig auf der Suche nach neuen Sinnesreizen. Jo, unser Gehirn fühlt sich eigentlich ganz wohl, wenn es angeregt wird. Nicht zu doll, aber Langeweile ist auch irgendwie blöd. Und dann gibt es noch den anderen Aspekt, dass wir immer Sachen, gerade wenn wir was machen wollen, machen müssen, wozu wir echt keinen Bock haben, dass unser Gehirn da gerne immer mal so links und rechts auf die Suche geht nach etwas, was uns mehr Spaß machen könnte. Ja, und da gibt es 100.000 Sachen. Ich schwör's euch. Nebenbei, 90 Minuten sagt die Wissenschaft Maximum an Konzentrationsfähigkeit am Stück. Dann ist sowieso irgendwie mal wieder dicht und unser Gehirn sagt dann, jetzt reizt aber auch. Aber die 90 Minuten, das ist schon richtig, richtig schwierig. Also ich merke das, außer dass ich sowieso, wenn ich Sachen machen muss, wo es echt keinen Bock zu haben, es gibt dann mal echt so blöde Behördensachen, Gutachten, die ich schreiben muss. Ja, das ist wichtig. Aber die sind manchmal so öde, wo ich dann auch denke, oh nee, das ist doof. Und ich merke bei mir vor allen Dingen, wenn ich müde bin. Also abends auch mal mich ranzusetzen, wenn ich schon einen Tag gearbeitet habe und ich muss auch abends was tun, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Da flippt mein Gehirn links und rechts aus. Morgens eigentlich auch. Ab 19, da hast du Freude an mir. Davor und dann nachher so ab abends 18, 19 Uhr, je nachdem, da kann es schon mal ein bisschen schwieriger werden. Und dann haben wir natürlich diese ganzen vielen Ablenkungen. Okay, das ist vielleicht banal, aber trotzdem, ne, dieses ständig, wenn man am Rechner sitzt und man hat noch die E-Mail-Geschichte oder WhatsApp auch noch geöffnet und dann bimmelt das so noch und leuchtet es da noch auf und unser Gehirn nochmal mag das. Oh, ist ja spannend. Oh, da blinkt noch was. Komm mal, hör mal, da tut es noch was. Zack, Aufmerksamkeit weg. Und dann braucht man, auch das eine Studie, im Schnitt, stellt euch mal vor, so 10 Minuten, wenn nicht sogar noch länger, um dann wieder sich so zu bündeln in der Aufmerksamkeit, dass man wieder in das alte Fahrwasser zurückkommt. Also, dass man das alte wieder anfängt und da wieder so richtig reinkommt. Es gibt
in der Zen-Meditation so eine schöne Geschichte von Schülern, die einen alten Zen-Meister fragen, sag mal, Zen-Meister, warum bist du eigentlich so verdammt zufrieden und so unglaublich glücklich? Kann doch nicht angehen. Und der Zen-Meister, der Zen-Meister antwortet, liebe Schüler, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich liebe, dann liebe ich. Gucken sich die Schüler an, sage ich, aber Meister, hallo, das tun wir auch. Aber was machst du denn darüber hinaus? Es kann doch nicht alles sein, das geht doch gar nichts. Und der Meister guckt sie an, lächelte und erwiderte, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich... Und wieder sagten seine Schüler, aber das tun wir doch auch, Meister. Da lächelte er und sagte zu seinen Schülern, nein. Wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel. Ja. Schöne Geschichte und passt auch genau zu der Anfrage oder zu dem Themenvorschlag von Mimikia, die auch sagt, also ich wollte ja eigentlich dieses und jenes machen und dann fällt mir was runter und dann fällt mir dann noch was ein und dann mache ich mir noch die Haare schön und dann dies und das und jenes. Das heißt, in dem Fall, liebe Mikia, du bist in dem Moment auch tatsächlich schon mit den Gedanken irgendwo ganz woanders. Und nicht in diesem berühmten Hier und Jetzt. Also nicht in dem, was man in der Achtsamkeitstraining auch so lernt, dass du sagst, so, ich blende jetzt mal alles aus, wirklich fokussiere mich mit meinen Gedanken, auch mit meinem Körper und meinen Körperempfindungen jetzt auf diesen Moment. Weil nur dieser Moment, der ist entscheidend. Was du in 5 Minuten machst, was du in 10 Minuten machst, das kannst du jetzt auch noch nicht unbedingt wissen. Das ist Zukunft, das weißt du nicht. Und wenn du dich noch darüber ärgerst, was vor einer Viertelstunde war, über irgendein Telefonat oder dir fällt irgendwo noch was ein, wo du dich geärgert hast, Leute, das ist Vergangenheit, das kannst du auch nicht mehr ändern. Deswegen dieses im Hier und Jetzt, ne? Wie der alte Zen-Master gesagt hat, wenn ich sitze, dann sitze ich so, dann gehe ich nicht, dann laufe ich nicht, dann mache ich keine Liebe, dann mache ich nichts, sondern dann sitze ich hier. Und so ist es, weil letztendlich wir verschwenden unglaublich viel Energie und unglaublich viel Gehirnschmalz, Gehirnleistung, indem wir uns von diesen vielen, vielen Störfaktoren ablenken lassen. Vom Lärm und so weiter und so fort. Ich wiederhole es nochmal. Unser Gehirn mag sich gern eigentlich ablenken lassen. Und wenn wir ihm aber keine Möglichkeit geben, uns ablenken zu lassen, dann wird es sich auch eher konzentrieren können. Ne? In den Mittelpunkt gehen. Dann geht's in den Mittelpunkt. Und wenn ihr dann noch was habt, was ihr euch wünscht, wo ihr Lust drauf habt, wo ihr Bock drauf habt, irgendeine Tätigkeit, dann kommt ihr in dieses berühmte Flow, F-L-O-W, in diesen Fluss, den Kinder so toll haben. Ne? Wenn du Kinder beobachtest, wenn die Lego spielen oder irgendwas anderes machen, meinetwegen selbst hier irgendwelche Online-Geschichten, dann merkst du, wie die sich vollkommen konzentrieren, wie sie sich nicht ablenken lassen, wie sie eigentlich vollkommen in ihre Tätigkeit versinken. Und dann siehst du sie manchmal ein bisschen lächeln oder sehr konzentriert, so die Zunge raus und gucken. Aber das ist etwas, wo deren Gehirn in einem optimalen Aufnahmezustand ist, zwischen Anspannung und Entspannung. Und emotional sind sie auch ganz, ganz konzentriert und dann können sie wunderbare Bauwerke machen und tolle Leistungen machen und können vielleicht auch mal endlich diese blöden Vokabeln oder was anderes dann auch lernen. Das gehört doch mit dazu. Ne? Also
Du brauchst natürlich, wenn du dich konzentrierst, auch eine gewisse Frustrationstoleranz. Das heißt, wenn es mal wieder nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, oder dass es doch wieder mehr Mühe kostet, dieses Zeug zu lernen oder zu arbeiten, dann kommt zum einen Frust auf, aber schon wieder lassen wir uns in dem Moment wieder von irgendwelchen Sachen im Kopf ablenken, von Tätigkeiten, die doch viel mehr Spaß machen. Oder auch nicht, aber irgendwas anderes. Ich weiß, dass zu meinen Prüfungszeiten damals, die Fenster waren immer geputzt und das war irgendwie relativ aufgeräumt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich müsste jetzt so unbedingt XY machen, anstatt mich mit meinen Prüfungen dazu beschäftigen. So. Was tun, ihr Lieben? Das eine ist Meditation. Das wisst ihr, ist etwas, was man früher so belächelt hat und ach, so ein esoterischer Kram und was soll das? Und es gibt mittlerweile wirklich unzählige Untersuchungen, die zeigen konnten, dass Meditation auf unser Gehirn wirklich sehr, sehr vorteilhaft wirkt. Es gab, ich weiß nicht mehr den Namen, eine Neurologin, also eine Wissenschaftlerin, die sich wirklich mit Nerven und Gehirn im Kleinsten beschäftigt hat und die gesagt hat, nein, also ich bin echt Wissenschaftlerin, knallhart, knochentrocken und habe mich mit Meditation beschäftigt, theoretisch, und das dann auch selbst nachher ausgeübt. Und sie sagt, verdammte Kiste, da ist so viel dran, das hat nichts mehr mit irgendwie Spökenkram und Blödsinn zu tun. Von daher, es wäre schön, und ich mache mal ein Beispiel, und das können wir gleich mal zusammen machen. Meine einfachste Form, eine Meditation in Minutenform zu machen, die habe ich mit Annika sogar zusammen vor Jahrzehnten in Thailand gelernt, in einem Tempel in Bangkok damals. Und die kleinen thailändischen Mönche, also jeder Thai muss eigentlich einmal in seinem Leben eine Zeit lang als Mönch auch leben. Die fangen das Meditieren so an, indem sie sich ganz normal hinsetzen. Keiner braucht den Lotus-Sitz, den Schneidersitz, nichts, da ganz normal hinsetzen. Und dann fangen die einfach an, die Atemzüge zu zählen und versuchen, die Atemzüge und das Zählen zu synchronisieren. Das heißt, sie zählen, wenn sie einatmen, 1, ausatmen, 2, einatmen, 3. Und das im Kopf und versuchen, die Gedanken nur bei dem Zählen und bei den Atemzügen zu lassen. Und wisst ihr was? Na, wir haben ja Zeit. Das probieren wir einfach jetzt mal aus. Also, ihr versucht euch jetzt mal einigermaßen bequem hinzusetzen. Ich trinke noch ein Stück. Vielleicht liegt ihr auch noch im Bett, auch schön. Dann kuschelt euch ein bisschen ein. Aber am besten ist im Sitzen. Wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt mal die Augen schließen. Spürt, wie ihr sitzt, wo die Füße sind, die Beine, die Oberschenkel. Wo berühren die Oberschenkel? Die Unterlage auf dem Stuhl oder auf dem Bett. Wo befindet sich der Po? Und dann geht er weiter Richtung Rücken. Lehnt ihr euch an, ist der Rücken entspannt. Ruckelt ruhig noch mal so ein bisschen hin und her. Dann kommen wir weiter Richtung Schulter. Spür doch noch mal die Arme. Den linken Arm, wie fühlt er sich an? Der rechte Arm. Die Hände. Nicht zu Fäusten machen, ganz entspannt. Auf den Oberschenkel ablegen. Ja, genau. Bisschen weiter. Wie spürt sich denn euer Hals an? Und da, wo der Kopf draufgesetzt ist. Euer Nacken. Macht mal so ein bisschen ein paar kleine Bewegungen, dass es ganz entspannt ist. Euer Kiefer ganz entspannt. Der Mund vielleicht ein bisschen geöffnet. Die Augen ganz entspannt zu. Und die Stirn, nein,
Nicht gekräuselt, sondern ganz locker. Und jetzt fangt ihr an, eure Atemzüge zu zählen von 1 bis 10. Versucht die Gedanken nur bei dem Zählen und bei den Atemzügen zu lassen. Und wenn ihr fertig seid, dann macht ihr die Augen wieder auf. Und ich mach einfach mal mit. Und 1. Gut. Wenn ihr noch nicht ganz fertig seid, macht nichts. Ihr wisst, wie es läuft und könnt ihr das nachher weitermachen. Und jetzt kommt ihr immer wieder zurück. Einmal tief durchatmen. Durch die Nase ein und durch den Mund aus. Einmal alles anspannen, die Füße, die Arme. Regelt euch jetzt, wenn ihr gerade frisch aus dem Bett kommt. Ja! Ruhig ein bisschen gehen, das ist auch schön. Hey! Und die Augen auf, da seid ihr wieder. Seid nicht frustriert, falls es nicht so geklappt hat, mit den Gedanken dabei zu behalten, das ist Übungssache. Aber macht wirklich diese Übung ruhig 2-3 Mal am Tag, auch zwischendurch. Nicht beim Autofahren, natürlich nicht, aber wenn ihr irgendwo Zeit habt, wenn ihr irgendwo sitzt, irgendwo wartet, wie auch immer, probiert es. Es dauert ein paar Minuten und das bringt ganz, ganz viel. Das ist eine Möglichkeit, eure Konzentration generell zu steigern. Macht es auch, bevor ihr euch an eine Aufgabe setzt, um dann euch auch richtig in diese Aufgabe nachher zu vertiefen. Noch ein paar Tipps, ganz simpel. Wenn ihr arbeiten müsst, auch gerade geistig arbeiten müsst, vergesst nicht das regelmäßige Trinken. Und damit meine ich nicht Glühwein und nicht Bier und nicht irgendwas, sondern wirklich schichtiges Wasser oder, weiß ich, ein bisschen leicht gesüßten Tee. Weil unser Kopf, unser Gehirn braucht ganz viel Flüssigkeit, damit es gut funktioniert. Also ganz, ganz wichtig. Richtig, immer ein bisschen hier auf dem Schreibtisch stehen haben und dann trinken. Nebenbei verstehe ich nicht, dass in der Schule und auch an der Uni zum Teil sowas gar nicht erlaubt ist oder das darf es nicht, Blödsinn. Also trinken geht immer. Dann natürlich diese Störfaktoren ausblenden, das heißt wirklich WhatsApp, Handy und so weiter auf Standby, lautlos ausschalten, wie auch immer. Keine Chance, sich abzulenken. Erholungspausen, ja, wichtig, tatsächlich. Guckt mal selbst, wie ihr es schafft. Wenn ihr 15 Minuten durchhaltet zur Konzentration, ist es schön, dann macht ihr danach eine Pause. Wenn ihr 19 Minuten durchhaltet, macht danach eine Pause, macht dann in der Pause ganz was anderes, steht auf, geht ans Fenster, auf den Balkon, geht vielleicht ein bisschen vor die Tür, wie auch immer. Nicht länger als 10 Minuten, eine Viertelstunde, das reicht, und dann wieder zurückzukommen. Also geht dann irgendwie raus. Und sorg immer wieder dann für Ausgleich, auch wenn du fertig bist mit deiner Arbeit, dass du sagst so, und jetzt gehe ich eine Runde spazieren, wenn möglich. Mache ich irgendwas was anderes. Telefoniere ich noch vielleicht noch mit jemandem, so in dieser Richtung. Also, das sind so Sachen. Und dann gibt's den ganzen Bereich von Gehirnjogging. Finde ich auch spannend. Habe ich selbst auch gemacht. Ich hatte ja vor Jahren mal so ein geplatztes Aneurysma im Kopf und da ist viel durcheinander gekommen und in der Reha habe ich wirklich viel Gehirnjogge gemacht. Das hat mir Spaß gemacht und das hat auch tatsächlich was gebracht. Nehmen wir mal sowas so. Zählt mal einfach Buchstaben. Das heißt, wenn ihr vielleicht den Text, den ich nachher so mit reinposte in die Shownotes, zählt mal einfach, wie viele Buchstaben hat der Text. Oder nehmt euch einen Text und guckt mal, wie viel T's.
Tees wie Tilly. Wie viele Tees sind in diesem Text? Und streicht die Tees durch. So, solche Sachen. Für Fortgeschrittene kannst du auch mal versuchen, rückwärts zu schreiben. Das finde ich richtig schwer. Ein Buchstaben. Nimm mal Lokomotive und schreib Lokomotive mal rückwärts. Viel Spaß. Aber unser Gehirn mag das gern. Also die findet das anregend, denn auch da ist mal wieder was anderes. Du kannst auch, naja, wer hat heutzutage schon Sekundenzeiger, fällt mir gerade ein. Ansonsten, falls du noch so etwas Vorsinnsfußliches haben solltest, wäre gar nicht schlecht, ne? Also versuch mal, den Sekundenzeiger zu folgen, auch an der Bahn meinetwegen, ne? Falls du noch mit der Bahn fahren musst, die ja große Bahnhofsuhren haben eigentlich Sekundenzeiger, folg den einfach mal und konzentrier dich dabei. Ist auch schon eine Form von Aufmerksamkeitssteuern. Und dann sowas wie, was ich auch liebe, kennst du noch das alte Spiel, ich packe meinen Koffer? Probier das mal wieder mit Freunden. Je mehr, umso besser. Ich packe meinen Koffer und packe ein. X, Y, Z. So. Und der andere muss dann, ich packe X, Y, Z und nehme dann noch das U dazu. Also, und das geht dann und so weiter. Und ich finde das wunderbar. Solche Sachen, es gibt auch, kannst du in jeder Zeitschrift oder auch online sehen, so kleine Rätsel, mach das ruhig. Dann sagte ein Professor zu mir damals, und da hat er auch recht gehabt, wenn du Kaugummi magst, kau ruhig, wenn du dich konzentrieren willst, Kaugummi, jo, ist kein Scherz, das haben auch Studien herausgefunden, dass sich die Leistung von Studenten tatsächlich verbessert, wenn man den 5 Minuten vor einer Prüfung Kaugummi kauen ließ. Jo. Allerdings, das weiß ich noch, dieser Trick funktionierte nur so 20 Minuten. Danach ging die Konzentration wieder flöten und musste wieder einen neuen Kaugummi kauen. So. Das heißt, Konzentration, Meditation, Achtsamkeit, all diese Sachen gehören zusammen. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest jetzt wirklich mal eine Sache mal von A bis Z durchziehen, ohne dass du ständig wieder abgelenkt wirst, dann probier es mal mit diesen Methoden. Es gibt bei vielen Krankenkassen jetzt online for free Achtsamkeit und Meditationskurse. Ja, kann ich nur empfehlen. Macht das, weil dann seid ihr unabhängig und könnt das auch nochmal vertiefen, so wie ihr das gerne wollt. Und jetzt nochmal zum Memkia. Ich hoffe, wenn du das jetzt gehört hast, probier mal diese Sachen wirklich aus. Dieses, wenn du eine Sache machen willst, dass du dann auch ganz konzentriert auf diese Sache zusteuerst und das dann auch erledigst. Und wenn dann wirklich irgendwie eine Kleinigkeit, du guckst im Spiegel und willst dir plötzlich die Haare machen, dann hol dich dann zurück und sagst, Haare können wir auch nachher machen. Jetzt mache ich erstmal die Sache, die ich mir vorgenommen habe. Ganz, ganz sanft, gar nicht böse, sondern tatsächlich guck mal, dass du die Sachen, die du dir vornimmst, dass du dann auch dich im wahrsten Sinne fokussierst, konzentrierst und möglichst dich ablenkst. Ja, ihr Lieben, das war eine halbe Stunde rund ums Thema Konzentration, Meditation. Denkt an den kleinen Zen-Meister. Ne? Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Und nichts anderes. Und da wünsche ich euch einfach einen wunderschönen zweiten Advent. Da haben wir, jo. Und Nikolaus, natürlich, konzentriert euch auf eure Stiefel, ob da noch was Schönes drin ist. Und wir gucken mal einfach, wie es Annika nächste Woche geht, ob sie da schon wieder fit ist. Aber Verständnis dafür, klar, weiß ich. Und wir halten euch einfach auf dem Laufenden, was so anliegt. Ich wünsche euch was, einen schönen, konzentrierten, achtsamen Adventssonntag und bis bald. Tschüss.